Grüße, lieber Skorpion, zu deiner Juli-Energie 2021. Jetzt wollen wir mal sehen, was ich für dich habe und zu deinen Energien. Wir haben, du denkst, tja, was für ein Wunder. Du denkst über deine Glaubenssätze nach, also über das, was du denkst, warum du denkst, wieso du denkst und über ein gewisses Objekt, ob das vielleicht damit was zu tun hat. Ja, jetzt sind wir wieder bei einem Objekt und das wird immer mehr. Ich habe jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal ein Objekt hier in meinen Karten. Meine Energien von den Sternzeichen. Auch dir kann ich nicht sagen, was für ein Objekt das ist. Ich nehme das gleiche Beispiel wie bei allen anderen. Und zwar habe ich das Objekt als Fernseher genommen. Du machst dir Gedanken über die Glaubenssätze, die dir dieses Objekt, zum Beispiel ein Fernseher, macht oder bringt, sag ich jetzt mal. Wie weit es noch mit deiner Selbstverantwortung her ist, die du gerne möchtest. Dein weiblicher Aspekt sagt dir nämlich, guck mal so. Also nicht also eingleisig hier nur immer auf dieses Objekt gucken, sondern mal gucken, was noch gibt. Das ist ein toller, kluger, weiblicher Aspekt. Mehr Freiheit, mehr Öffentlichkeit, also mehr schauen. Und das ist auch dein spirituelles Streben. Wenn du mit spirituell überhaupt nichts am Hut hast, dann sag einfach Lebensgestaltung. Ausschlaggebend, du musst ja alles anschauen, um zu sehen, wo du dein Leben hinhaben willst oder wo das Leben hingeht, wo es dich hinführt und welche Möglichkeiten du hast. Und das macht eben der weibliche Aspekt, der guckt, welche Möglichkeiten du hast. Und das hier, durch ein Objekt zu sehen oder mit einem Objekt zu sehen, ist einschienig. Das ist, wenn du jetzt immer nur durch ein Fernglas schaust, siehst du zwar irgendwas ganz scharf, aber alles andere gar nicht mehr. Und das will dir dein weiblicher Aspekt hier sagen. Und darum denkst du auch darüber nach. Denn hier ist eine gewisse Erwartung. Du erwartest hier vor diesem Objekt Wissen zu erlangen. Und merkst einfach, dass da irgendwelche Wissen vernachlässigt werden. Also hier kommt wirklich zu tragen, du denkst drüber nach, du erfährst durch diesen Objekt nicht das Wissen, was du eigentlich haben willst oder die Gesamtheit des Wissens. Hier ist viel Manipulation im Spiel und darum machst du dir auch Sorgen. Lange Zeit und du möchtest eben wieder Ordnung und das geht eben nur, wenn man so sieht. Man kann nur Ordnung schaffen, wenn man in alle Schubladen reinschaut und nicht bloß in die erste. Das hier ist so dein Hauptthema in Juli, lieber Skorpion, und das finde ich sehr, sehr schön. Daraus entwickeln sich natürlich Gespräche über deine Gedanken, die du dir machst und über dein Wissen, was du dadurch erfährst. Sprichst du auch mit Partner und Partner muss es nicht nur dein eigener Partner sein, sondern können auch Nachbarn und Freunde und was weiß ich was sein, alles was in gewisser Weise Partner ist. Denn auch hier diese Meldungen beweisen oder zeigen es, dass hier dieses Wissen erlangen nicht so ist, wie man gerne möchte, dass hier einiges vernachlässigt und manipuliert wird und das zeigen eben auch Meldungen. Da wird es praktisch irgendwie für dich offensichtlich und du machst dir Sorgen um deine Freude und um deine Ordnung in deinem eigenen Leben für lange Zeit. Das heißt, wenn du hast einfach erkannt, dieses einseitige Wissen, was hier eben skizziert wird, würde dich sorgenvoll in die Zukunft sehen lassen und darum möchtest du hier drüber sprechen, darum möchtest du es ändern, selbstverantwortlich ändern, um hier dieses schöne Leben leben zu können, was hier versprochen wird, was auch da liegt, das nicht nur versprochen ist, sondern was für dich in die Energien bereit liegt. Diese Gespräche führst du auch daheim, in deinem nahen Umfeld, dass du reich hast, also du hast anscheinend sehr viele Freunde und nahe und gute Freunde und auch die erkennen hier, dass hier irgendetwas nicht so ist, wie es sein soll und zu deinem Glück und zu deiner Freude kommt auch Glück hinzu, denn du hast Glück, du kannst das Ganze nämlich transformieren, immer mehr und zu einer Entscheidung kommen, das heißt, du schaust wirklich, erkennst das und schaust wirklich in die Breite
was dein weiblicher Aspekt dir sagt. Hier, wenn du dir Sorgen machst und von Manipulation, Vernachlässigung, schau mal hin, was du auch tust. Und dann erkennst du nämlich, dass du das transformieren kannst, dass du zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt beim Fernseher bleiben, auch online dich erkundigen kannst und hier eben mehr erfährst und besser Entscheidungen für dein neues Leben treffen kannst. Dann hast du ja dein Heim, dein Hobby, das, was dir Spaß macht, im großen Reichtum. Das heißt, lieber Skorpion, du hast eben ein sehr schönes Heim, ein sehr reichhaltiges Heim, wo auch Zusammengehörigkeitsgefühl da ist, wo auch Gespräche geführt werden in Partnerschaft, in engen, auch wenn man nicht immer einer Meinung ist, kann man trotzdem miteinander sprechen. Und du hast hier eine Zauberin an der Hand, das heißt, ein Aspekt, der einfach wirklich gute Ideen gibt, der dir Anschubser gibt. Dieser Aspekt könnte zum Beispiel aber auch eine Person sein, wenn du an sowas gar nicht glaubst, dass du innerlich irgendeine Kraft hast, die dir da hilft. Eine Person um dich herum, die das ein bisschen ausgleicht und die dich auch irgendwo dorthin führt. Denn du hast eine Manifestation in absolutem Reichtum, Glück und Berufung. Also das hier ist richtig schön, Frau, sag ich, lieber Skorpion. Ja. Okay. Also das ist richtig schön. Heute, ich habe die Frei noch. Aber die konnte jetzt nur gut sein. Also da hätte ich vorher drauf wetten können. Also, deine Hauptenergie, es geht dir um Familie, was man auch hier schon sieht, weil hier so geballt ist, Partnerschaft und Heim, was du in Reichtum hast, also wo du wirklich stolz auch drauf bist, wo du wirklich dich heimisch fühlen kannst und du erkennst hier, wo du deinen Sport machen kannst, wo du auch erkennst, dass du ein Glück hast, das zu leben, was auch ein Stück weit deine Berufung ist, das ganze Heim, mit was du zu tun hast, und erkennst eben, dass dieses Objekt, und ich bleibe jetzt einfach mal beim Fernseher, weil das hier so schön zu sagen ist, dass hier einseitig das Wissen ist, dass hier Wissen vernachlässigt wird, die du eigentlich erwartest, und trotzdem wird es vernachlässigt. Das merkst du und kommst hier eben in, da du dir Sorgen machst, der Manipulation, in die Selbstverantwortung und schaust hier einfach mehr und kannst dadurch das Glück, was du hast, auch erhalten, denn du schränkst hier den männlichen Aspekt des Kollektivs ein. Der männliche Aspekt ist immer der dir tut, immer der vorwärts drängt, und das Kollektiv, also das ist einfach das, was wir alle denken, dass du hast ein Kollektiv in dein Heim, was du sehr prägst und darum auch sehr reich ist und sehr harmonisch ist. Und dann gibt es ein Kollektiv von ganz Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, oder von deiner ganzen Stadt oder Dorf, wie auch immer. Wenn da sehr negative Menschen drin sind oder vorwiegend negative, dann ist das natürlich negativ geprägt. Ist ganz logisch. Und wenn man eben auf Deutschland jetzt schaut und auf dem Fernseher, wenn du da eine anmachst, hast du vom Kollektiv her nur negative Sachen, weil das ist ja nur noch Delta-Virus und Delta-Schieß-mich-tot und Klimawandel und keine Ahnung, was im Blödsinn da alles erzählt wird. Alles ist sehr einseitig, da kommt nichts mehr Positives. Und hier kommt der männliche, und das, der männliche Aspekt des Kollektivs, dass der das immer wieder erzählt, immer wieder, immer wieder. Und immer wieder schränkst du einfach ein und sagst, ich lasse mich von dem jetzt überhaupt nicht mehr so beeindrucken und sagst, stopp. Du transformierst das Ganze und das ist sehr, 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 sehr gut, lieber Skorpion. Wenn du das einschränkst und sagst, nein, ich lasse mich einfach von diesem Kollektiv nicht mehr so beeinflussen. Ja, jetzt will ich da aber trotzdem noch ein zweites Beispiel machen, obwohl ich das mit dem Fernseher immer so gut finde. Sagen wir mal, dieses Aspekt ist jetzt ein Motorrad. Dann bist du bis jetzt leidenschaftlich Motorrad gefahren und hast auch gewusst, wie das geht, du hast es gelernt und hast erwartet, dass alles gut ist. Und jetzt merkst du einfach, dass bei der Yamaha, keine Ahnung, oder bei der BMW, das Wissen, dass diese Bremsen nicht so dolle sind, vernachlässigt wurden. Zum Beispiel machst du dir natürlich Sorgen über deine weitere Selbstgestaltung, Selbstbestimmung, weil wenn dieses Motorrad nicht so dolle Bremsen hat, dann ist das ja doof. Dann kann dir ganz schnell was passieren, weil das ist ja manipuliert, das ist ja durch irgendwas, das merkst du erst nach der 500. Bremsung oder was weiß ich. Das ist bloß ein Beispiel, das stimmt nicht, aber das ist nur ein Beispiel. Machst du dir Sorgen und gehst hier online und schaust, wie kriege ich das wieder in Ordnung, wie kann ich das in mein Leben so verändern, dass es
für mich ein neues Leben, dass ich meine Freude nicht verliere, dass das alles gut wird. Du transformierst das, änderst das in dem Fall mit Einschränkung oder mit Austausch zum Beispiel. Und fährst vielleicht auch nicht mehr so schnell, weil das ist der Vorwärtsdrang. Oder nicht mehr so im Motorradkollektiv. Keine Ahnung, sag ich jetzt einfach mal. Indem du das einschränkst, brauchst du auch diese Geschwindigkeit da nicht mehr mitgehen und auch diese gefährlichen Kurven, was weiß ich was, nicht mehr mitgehen. Kannst in deiner Geschwindigkeit fahren und hast wieder alles geregelt. So ist das gemeint, ob das jetzt ein Motorrad ist, also ein Fernseher. Oder bei den Millionenprojekten Objekten gibt es ganz viele, musst du das auf dein Objekt runterbrechen. Es geht hier grundsätzlich um dieses Objekt, was auf irgendeine Art und Weise in deinem Leben ist, drin ist, wo du auch siehst, wo du jetzt merkst, da stimmt irgendwas nicht, da machst du dir Sorgen und bringst das aber in Ordnung. Aber dafür musst du es erst erkennen. Nur, dass du auch ein anderes Thema hast. Grundsätzlich geht es bei dir um Familie, um die Sicherheit und die hast du hier sehr schön. Du schaust auf deine Familie, die ist dir sehr wichtig, die ist deine Berufung und auch dein Glück und das ist gut so. In der Arbeit hast du sehr, sehr viele Menschen, sprich große Firma, Kaufhaus, was weiß ich, Außendienst, Mitarbeiter, alles, wo du viele Menschen triffst. Magst du sehr gerne, sollte so bleiben. Du hast da zwar eine Entscheidung zu treffen für ein neues Leben, vielleicht kannst du das ein bisschen ändern, aber es dürfte auf jeden Fall schön bleiben. In Sachen Geld hast du den männlichen Aspekt, das heißt, hier rutscht rein, hier kommt's, hier geht's voran. Hast auch die Zauberin an der Seite, die dir immer wieder mal da hilft, wie auch immer. Verdienst es in der Öffentlichkeit, ja, fast mit dem Kollektiv natürlich zu tun hat. Versicherungsvertreter wäre jetzt so typisch, habe ich mit vielen Menschen zu tun und durch diese Abschlüsse verdiene ich Geld. Also, das meine ich jetzt nicht perspektiv, weil es ist bloß du könntest auch ein Verkäufer sein, dass diese Leute von der Öffentlichkeit zu dir kommen und da immer mehr einkaufen, dann ist auch Geld, also ist vollkommen wurscht. Wie ich das meine, was hast du mit vielen Menschen zu tun. Aber auch das Geld ist zwar hier Einschränkung drin, aber die kannst du transformieren, das ist alles gut. Also du musst da gar keine Sorgen machen. Hier liegt die Liebe, da erkennst du einiges. Machst dir natürlich auch Sorgen, aber die kannst du auch transformieren, weil durch diese Meldungen, die hier auch kommen, vernachlässigst du vielleicht ein bisschen die Liebe oder machst dir mehr Sorgen, weil du erkennst die Sorgen, aber es ist eigentlich kein Grund zur Sorge da, hier ist alles gut. Also diese Sorgen musst du dir wirklich nicht machen, das kriegst du ganz gut hin, du achtest nämlich drauf, also vorgedessen ist das hervorragend. In der Partnerschaft liegt Glück, solltest du keinen Partner haben. Liegt er, ja, ist ja schon Glück da, also sollte er bald kommen, weil dein Partner würde hier liegen, der liegt auf der Entscheidung. Das heißt, du könntest dich für diesen entscheiden oder er muss sich nur für dich entscheiden, was er dann auch tun würde hier. Du selber liegst auf deinem Hobby, das heißt, alles, was du gerne magst und das auch wirklich spirituell ist, also du denkst darüber nach, was du tust und was es dir bringt im Leben, was es andere bringt im Leben, dass es immer alles spirituell ist, ist sehr schön. Wahrscheinlich magst du es irgendwie in der Nähe von daheim oder auch direkt daheim. Magst du sehr gerne, bist reich dabei. Alles sehr, sehr gut. Hier runter ist deine Selbstverantwortung. Vielleicht bist du auch selbstständig, wo dann du auch vielleicht ein bisschen manipulieren musst oder manipuliert wirst, wo du dir Sorgen darüber machst. Aber dein Glück liegt trotzdem in der Berufung. Ja, bloß was ist deine Berufung? Ja, es ist irgendwie ein Neuanfang, du denkst auch drüber nach, vielleicht änderst du auch, ja, ich glaube nicht, aber vielleicht kannst du es umholen oder vielleicht ist es auch dein Hobby. Aber dein Glück liegt in der Berufung, aber da du dir um deine Arbeit und Geld wenig Sorgen machen musst, ist egal, mach es einfach weiter, machst du gut. Genau, weil da liegt nämlich ein Neuanfang drauf in deiner Berufung. Lange Zeit, weil du was fährst, aber wieder mehr Reichtum, also ist auf jeden Fall gut, was auch immer es sein mag. Da hast du dann was manifestiert, also das heißt, du wolltest hier irgendeine Änderung durch deine, mit deiner Berufung und das wirst du auch schaffen, zwar mit Einschränkungen, aber du wirst es schaffen, weil diese Einschränkung kannst du dann auch transformieren. Wirst du selber wissen, was es ist. Wenn du Haustiere hast, ist hier, die haben eine gewisse Ordnung, das heißt, du hast einen folgsamen Hund oder so, die haben eine gewisse Ordnung. Die sind auch sehr spirituell, deine Haustiere, das heißt, die
sind geistig mit dir verbunden, ob du es jetzt merkst oder nicht, sind auch gern bei dir zu Hause. Und der eine oder andere hat mit Sicherheit ein zugelaufenes Tier, weil das ist nämlich eine Entscheidung gewesen. Oder eben, du hast entschieden, genau dieses Tier zu nehmen. Und das war auch trotzdem dem Tier seine Entscheidung. Das ist aber völlig egal, das ist jetzt zweitrangig. Dann ist das hier dein neues Umfeld. Auch da, wie auch hier, das ist nämlich auch dein neues Umfeld. Ist eigentlich alles in Ordnung. Du magst dir hier Sorgen um dein neues Umfeld, nimmst es aber selbst in deine Hand. Und hier bleibt wieder alles, ist alles gut, weil du kannst mit deinen Leuten reden. Und auch sehr schön und in Liebe und Glück reden. Das ist auch alles in Ordnung. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts. Kinder habe ich keine, also liegen keine hier. Wenn du Kinder hast, sind die natürlich da. Aber die sollten im Juli jetzt nicht das Tragen der Energien sein für dich. Das heißt, du machst dir mehr um deine ganze Familie Sorgen als um einzelne Kinder. Sonst würden sie hier liegen, wenn da jetzt irgendwas wäre. Oder du mit ein Kind was Besonderes hättest, muss jetzt nicht immer negativ sein, wäre es auch da, aber das ist nicht so. Also für dich ist einfach die ganze Familie sehr wichtig. Für dich, bei dir liegen auch keine Eltern, also bei dir ist wirklich das Ganze, das große Ganze von Wichtigkeit. Da hebst du momentan im Juli keinen raus und das ist auch gar nicht nötig, weil es mehr oder weniger allen gut geht. Sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich dir noch so schön erzählen kann. Aber ich könnte noch sagen, was plötzlich kommt, ist diese Vernachlässigung von Objektmeldung. Habe ich dir ja schon erklärt, was das sein könnte und wie das gemeint ist. Das schränkst du einfach ein, weil dein weiblicher Aspekt dich darauf hinweist, du siehst nicht das große Ganze. Schau mal genau hin und dann, was auch immer es ist, du wirst wissen, was dieses Objekt ist, was du da einschränkst, auf welche Art und Weise. Das wirst du selber wissen und rausfinden. Und darum, lieber Skorpion, hast du einen sehr, sehr, sehr schönen Juli, der gefällt mir sehr gut, denn du weißt, was du willst, du tust es und wird ein schöner Juli. Dann wünsche ich dir viel Sonne und habe die Ehre.